Hallo, hier ist Markus Happ. Ja, heute will ich einmal wieder ein weiteres Geheimnis lehren, das dein Leben befestigen kann im Glauben und auch das Leben nachhaltig verändert. In der Bibel sind hunderte von Geheimnissen und Gott will sie uns offenbaren, damit wir siegreich, gesegnet leben, gerade auch in den Zeiten, wo die Erschütterung das Böse zunimmt. Heute werde ich reden über das Blut der Schlange. Gib doch ein Like für das Video, dann verbreitet es sich schnell auf YouTube und abonniere auch meinen YouTube-Kanal für viele ermutigende, lehrreiche Videos in diesem Jahr. Was weißt du über Schlangen? Schlangen sind ja furchterregende Tiere, weil wir Furcht haben, wenn wir gebissen werden, dass das Gift der Schlange, wenn sie giftig ist, uns töten kann. Was weißt du über Schlangen? Wenn du nachdenkst, eine Sache ist, sie sind kaltblütig. Und die Schlange ist ein Bild für den Teufel, für Verführung. Wir werden uns heute einige Bibelstellen anschauen, wie Satan die alte Schlange, der alte Drache genannt wird. Und Schlangen kriechen am Boden und sie schlängeln sich und verdrehen sich auch oft. Ähnlich wie Krokodile, um ihr Opfer, wenn sie es gefangen haben, zu töten, verdrehen sie sich. Und das ist, was die Schlange tut. Sie ist kaltblütig. Aber sie hat einen Nachteil, und zwar Kaltblüter haben kein langes Durchhaltevermögen. Du und ich, wir sind warmblütig. Und das ist ein großer Vorteil. Wir können lange, ausdauernd laufen. Und du kannst ganz leicht einer Schlange, die versucht, Böses zu tun, weglaufen. Die Schlange wird sehr, sehr schnell müde. Sie kann nicht längere Strecken überwinden. Und darum wird das Gute immer das Böse überdauern. Alles Böse, alle Sünde ist kaltblütig und ist eine Verdrehung von Wahrheit. Wir lesen in Jesaja Kapitel 5, Vers 20 bis 21, ich habe das in mehreren Videos schon zitiert, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen, das Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitteren. Wehe denen, die in ihren Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Diese Verdrehung vom Bösen, von Gutem zu Bösem, das ist etwas, wo Gott Gericht bringt. Wir haben das jetzt gesehen, ich mache darüber ein extra Video über den Vatikan, dass der Papst jetzt das Böse, das, was Gott ablehnt, gleichgeschlechtliche Ehen, gesegnet hat. Und das wird unglaubliche Verfolgung auch im Leib Christi weltweit bringen. Es ist ein großer Abfall, eine Trennung von dem, was Gott als Sünde deklariert hat, das wird jetzt plötzlich heute gut genannt. Also das Böse ist eine Sache, die die Dinge verdreht. Eine Lüge ist eine Verdrehung der Wahrheit. Das Unreine verdreht das Reine zu Gutem. Also das Böse ist immer kaltblütig, darum hat es keinen Bestand. In seiner Endzeitrede sagt Jesus in Matthäus 24, es werden schlimme Zeiten kommen, viele werden zu Fall kommen. In Matthäus 24, Vers 11 bis 14, er sagt hier, und Menschen werden einander überliefern, einander hassen. Er sagt in anderen Bibelstellen sogar, dass Kinder ihre Eltern verraten werden und vor Gericht liefern werden, dass sie ins Gefängnis kommen. Wir haben jetzt durch die Ampelregierung unglaubliche Gesetze. Sie haben, die Grünen haben in ihrem Wahlprogramm gehabt, Kinder sind kleine Erwachsene und wir müssen die Kinderrechte gegen die Eltern stärken. Das sind die Dinge, vor denen Jesus warnt. Das sind Zeichen der letzten Tage, der Endzeit. Sie werden einander hassen. Viele falsche Propheten werden aufstehen. Kinder können heute mit 14 Jahren ihr Geschlecht ändern. Ein Mädchen kann sagen, ich bin Junge. Und die Eltern können wenig dagegen tun. Sie können angeklagt werden gegen Kindesmissbrauch, weil sie nicht wollen, dass das Geschlecht des Kindes geändert wird. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Also hier lesen wir Kaltblütigkeit. Das, was normale Liebe ist von Eltern und Kindern, erkaltet. Und es transformiert sich zu Hass und Ablehnung und Missbrauch. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden, sagt Jesus hier. In Galater Kapitel 5
kontrastiert der Apostel Paulus, der Brief an die Gemeinde in Galatien, Galater 5, die Werke des Fleisches, die kaltblütig sind, die Sünde sind, von denen wir Buße tun müssen. Gott hat uns dafür geschaffen, heilig zu leben, ein reines Herz zu haben, damit wir in einer Beziehung mit ihm leben können. Jesus starb am Kreuz, der Sohn Gottes, für unsere Sünde, damit wir Vergebung haben, damit wir Buße tun. Aber wenn wir keine Buße tun von unseren Sünden, gibt es nur noch Gericht Gottes und ein Warten auf ein schreckliches Endgericht. Die Werke des Fleisches, schreibt Paulus in Galater 5, 19, sind Unzucht, das sexuelle Unmoral, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Parteiung, Neid, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Das ist alles Übertretung der Gebote Gottes. Und das ist Sünde. Und Hass und Gewalt, was wir jetzt in der Welt sehen, immer mehr Gewalt. Hamas heißt brutale Gewalt. Ja? Sie haben 1500 Juden ermordet im Oktober letzten Jahres. Und wir sehen, dass in der Ukraine, im Krieg, aber jetzt auch in Israel im Nahen Osten eine brutale Gewalt ist. Und das ist kaltblütig, was wir hier erleben. Ich glaube, auf allen Seiten, da wo jetzt Krieg geführt wird, anstatt Frieden zu stiften, sehen wir die Kaltblütigkeit der Schlange. Jede Art von Verführung ist kaltblütig. Hass, Verleumdung, Unterdrückung, alles Teuflische. Aber auf längere Sicht ist es immer zum Scheitern verurteilt. Alle ungerechten Regime, wie Stalin, der Millionen ermordet hat, sie sind nach kurzer Zeit abgeschafft worden. Das Nazi-Regime unter Adolf Hitler, den Nazis, die so viel unendliches Leid gebracht haben. Sie haben vom tausendjährigen Reich geredet. Was in der Bibel steht, das wird nur durch Gott, durch Jesus Christus kommen. Aber der Teufel verdreht alles. Und das Unrechtsregime der Nazis war nach 12 Jahren am Ende. Und wir erleben heute noch Gottes Gerichte. Die dritte, vierte Generation, sagt die Bibel, wird die Schuld der Väter und Großväter tragen. Wir haben die Teilung Deutschlands erlebt, Gottes Gerichte. Und ich glaube, wir erleben das heute noch. So viel Gottlosigkeit und Gottesferne in Deutschland. Und ich glaube, das sind Gerichte, weil wir das Volk der Juden, Israel, Gottes eigenes Volk, verfolgt und ermordet haben. Das war eine Kaltblütigkeit, die teuflisch und satanisch ist. Aber letztendlich, und das ist die gute Nachricht, wird das Gute, die Liebe, das Böse immer überdauern. Das Böse zerstört sich selbst. Es kommt in ein Gericht Gottes. Und darum sollen du und ich auf dem Guten beharren und weiter an der Wahrheit und an Liebe festhalten. Paulus sagt, die Frucht der Liebe des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstkontrolle. Gegen diese Dinge gibt es kein Gesetz. Aber die Werke des Fleisches tun, wie Zauberei, sexuelle Unmoral, Hass, Gewalt, Paulus sagt, die so etwas tun, werden das Reich Gottes nicht erben. In 2. Timotheus, Kapitel 3, 1 bis 5 lesen wir über die Zeichen der letzten Tage, die Zeichen der Endzeit. Und da sehen wir wieder die Verderbnis der Endzeit, aber auch die Kaltblütigkeit der Sünde. Er sagt, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen, das sind unsere Tage. Ich glaube, wir sehen die künstliche Intelligenz, die explodiert, menschliche Roboter, der Mensch will jetzt den Menschen schaffen nach seinem Ebenbild. Und es ist eine Verspottung Gottes. Er sagt, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten eintreten. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam. Das fördert jetzt sogar unsere Regierung. Undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Die eine Furcht Form der Gottesfurcht haben, Religiosität, tote Religion, die Kraft Gottes aber verleugnen. Von diesen wende dich weg. Also hier beschreibt er den Charakter
von immer mehr Menschen in einem großen Abfall von Gott abfallen. Sie sind grausam, sie leben in sexueller Unmoral und sie leben in Lüge und Betrug. Und das ist die Kaltblütigkeit der Schlange. Aber wir stehen auf der richtigen Seite, wenn wir Buße tun von unserer Sünde und Jesus dienen und nachfolgen. Er hat gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist auf die Erde gekommen. Dann sind wir ein Licht inmitten einer finster werdenden Zeit. Ich komme jetzt noch zu einer anderen Stelle in Offenbarung 12, Vers 9. Und da sehen wir den großen Kampf, den wir heute erleben, die Frau, das ist die Gemeinde und Israel, gegen den Drachen. Der Drache ist heute ein Symbol von China. Wir sehen, dass die BRICS-Nationen, dass der Marxismus, Kommunismus sich mit Islam verbündet. Dort ist jetzt Saudi-Arabien seit Januar und auch Iran Mitglied geworden mit Russland, China. Und es sind antichristliche Kräfte. Und der Drache kämpft und seine Engel und sie bekamen nicht die Übermacht. Ihre Stätte wurde am Ende im Himmel nicht mehr gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt hat. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel mit ihm. Die Bibel sagt, ein Drittel der Engel Gottes sind abgefallen. Und das sind heute dämonische, abgefallene Engel, gefallene Engel Gottes, die für die Verführung zur Sünde in der ganzen Menschheitsgeschichte verantwortlich sind. Also die Schlange ist kaltblütig. Egal wie der Angriff des Feindes auf dein Leben aussieht, gib niemals auf. Bleibe dran. Gott ist treu in deinem Leben. Wenn wir treu sind, ist Gott doppelt treu. Und Gott hat dich und mich nicht so weit gebracht, um dich im Stich zu lassen. Gott wird das gute Werk vollenden, das er in dir begonnen hat. Bleibe dran, halte am Guten fest, das eine große Belohnung hat. Jesus sagt, wir sollen das gute Werk tun jeden Tag. Und wir sollen festhalten an unserem Bekenntnis, dass Jesus Christus Sieger ist. Und dass Gott El Shaddai, der Allmächtige ist. Gott wird jedes gute Werk, das du und ich tun, belohnen. Und wir werden mit dem Guten das Böse überwinden. Und es wird am Ende in ein Endgericht gebracht werden. Also wisse, das Teuflische ist kaltblütig. Es ist aber nur von kurzer Dauer vorübergehend. Es ist immer zum Scheitern verurteilt, weil wir können nichts gegen die Wahrheit tun, sondern nur mit der Wahrheit. Und wir leben jetzt in Deutschland, auch in Europa, die Bauernaufstände, mehr und mehr Aufstände, weil das Volk die Lügen und die Täuschung und die ungerechten Gesetze unserer Regierung leid ist. Und wir erleben immer mehr Leid, aber es wird auch ein Wendepunkt kommen. Ich bete mit vielen anderen dafür, dass wir eine neue Regierung bekommen, die biblische Werte und die Wahrheit, dass es zwei Geschlechter gibt und diese Dinge, die Kindeswohl auch schützt, dass Kinder nicht sexualisiert werden in den Schulen, die das wieder zur Priorität, zur Agenda macht. Gottes reichen Segen, schreibt doch eure Kommentare und wir haben den Sieg und der Glaube ist der Sieg, der Satan und alle Finsternismächte überwunden hat. Gottes reichen Segen.